Moin Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir alle PS-Teile von God of War durch. Wir gehen die Reise mit Kratos nochmal zusammen durch. Fangen mit dem Klassiker God of War von 2006 an. Ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe wirklich richtig Bock auf das Game. Und würde sagen, wir starten eine neue Reise mit Kratos im Normalmodus, ganz klar. Verlassen von den Göttern des Olymp. Alle Hoffnung ist dahin. Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach 10 Jahren des Leidens, 10 Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein. Der Tod als Retter vor dem Wahnsinn. Doch es war nicht immer so gewesen. Einst war Kratos ein Günstling der Götter. Teufelswesen, ich schicke euch zurück in die Tiefen des Hades! Was ist es geil? Ich freue mich, den entspannten Kratos zu spielen. Sein Aufstieg und sein Fall. Ich habe das Spiel damals geliebt. Fragt nicht nach Sonnenschein. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Alle Leute, die eine PlayStation haben, es ist einer der absolut geilsten Games von Sony. Und heute wird es noch genauso gefeiert wie damals. Ich weiß noch damals, dann habe ich mir das Spiel geholt. Da war, glaube ich, der zweite Teil schon draußen. Da hatte ich Glück. Als ich das durchgespielt hatte, ich bin sofort losgegangen und habe mir den zweiten Teil geholt. Und konnte so in den Genuss von beiden Teilen hintereinander wegkommen. Und dann musste ich halt warten, bis dann die Story endlich weiterging. Das ist der Nachteil bei diesem Game. Es ist so eine geile Story, aber es dauert auch sehr lange, bis wir dann endlich wissen, wie das weitergeht. Und ja, ich feiere es einfach nur. So, und jetzt nehmen wir die mal hier eben alle so richtig auseinander. Herrlich, herrlich. Oh, nicht weg. Er einfach alles auseinanderflippen kann, der gute Mann. So, das sind zu viele. Zack. Leute, wenn euch das gefällt, was ich hier tue, lasst mir doch ein Abo auf meinen Kanal da. Aktiviert die Glocke, würde mich total freuen. Dann verpasst ihr auch nie, wie es weitergeht hier bei God of War. Oh, er zwei Rücken. Oh, komm schon! So, und dann gehen wir zusammen die Geschichte von Kratos durch. Zum Tun öffnen, R2 drücken und halten. Jawohl, ja. Das wird Energie sein. So, alles immer mitnehmen. Die roten Orbs, die sind ganz wichtig, ey. Dass wir da alles aufleveln können, früher oder später. Guck mal, die oberen Betten können wir auch kaputt machen, okay. So. L1 drücken, um zu blocken. Kann mir da nicht wirklich... Ja, genau. Wusstest du doch. Ich hab's im letzten Moment, habe ich mich noch dran erinnert. Aua. Im letzten Moment habe ich mich noch dran erinnert, dass dieses scheiß Blocken... Jawoll. So, wieder geblockt. So, au, da beißt er zweimal. Ach, was geil, aber guck mal, wie viel Energie der uns auch immer wieder rausschmeißt. Also gar kein Thema. Na, ich dachte, er beißt zweimal. Mann. Jetzt beißt er zweimal. Ja, okay. Dafür kriegt er jetzt umso mehr auf der Fresse. Ah, immer noch voll Energie. Der kann uns ja im Grunde gar nichts. So, mit Kreis Minispiel starten, wenn es über dem Kopf eines Feindes erscheint. Jawohl. Ah, herrlich, herrlich. Mit welcher Überlegenheit der Kratos das hier immer alles regelt. Und
nachdenkt und den Gegner analysiert und nicht. So, weg ist sie. Da hinten ist noch eine. Okay, jetzt müssen wir hier drüber. Oh. Mit X schnell zur auf Vorsprung. Zurück auf Vorsprung. So, okay, ich wollte gerade sagen, was ein Deutsch. Gut. Diese Sachen hier sind gar nichts für mich. Oh. Oh nee, Mensch. Das mache ich mega ungern. Können wir hier nicht einfach rüber hüpfen? Jawohl. So, Kisten mitnehmen. Haben wir da noch was? Nicht. Geh weg, bleib mir vom Leib. Schade eigentlich. Mal gucken, vielleicht sagt er uns auch noch was. Jawohl. Ich kenne dich und deine Taten, Spartaner. Ich sterbe lieber, als von dir gerettet zu werden. Eieieiei. Dann stirb halt, soll mir doch egal sein. Den rechten Stick verwenden, um auszuweichen. Alles klar. Kommen wir da nicht durch? Doch, würde ich gerade sagen. Bam. Oha. Oh ne, Leute, ihr wisst, Fliegedinger, wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse, egal in welchem Spiel. Einfach nur nervig, nervig. Oh, Flügel ab, weg. Nächster, komm. Ja, nächster, komm. Jetzt ein Reitenglied. Oh nein, oh, oh, ich, Entschuldigung, das war ich, das war nicht geplant von mir. Oh, 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 ey, der hat sich da aber auch im Weg gestellt. Das muss, also, ne? Na, 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 so. Oh, wie ich Fliegedinger hasse. Die ist einfach nervig. Einfach nervig, egal in welcher Ausführung. Nimm ihn. Oh, wie viel sind das denn noch hier, ey? So. Batzti. Batzti. Der lebt noch, das gibt's nicht. So. Oh, jetzt reicht's mir aber. Kann ich hier irgendwas machen? Hier, guck mal. Machen wir einfach mal die Tür auf. Einfach ein Stück nach vorne rennen und die Viecher sind weg. Oh! Alle ab! So, komm schon. Sauber. Kohle, 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 die können wir gebrauchen. So, und jetzt? Hallo? Passiert hier auch was? Da, oh, oh. Harias, nee. Oh, 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 ey. Kreis, Kreis, Kreis. Drück, Krabos, drück. Oh Gott. Wie geht das? Musst du schrinken. Direkt in die Fresse für selber schuld. Also, ich, es gibt definitiv bessere Ideen, als sich mit Krabos anzulegen. Boah, das ist nämlich schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Was soll das denn? Das schaffen wir. So. Ein stinke Maul, ey. Riecht bestimmt so übelst nach Fisch, ey. So. Ich bin hier, Fräulein. So, weiter geht's. Ja, schrei, wie du willst. Was jetzt? Achso. Schrei, wie du willst. Oh. Uiuiui. Oh, oh, oh. Ja, das kann man, glaube ich, nicht blocken. Aber es sieht mir auch keine Energie ab, wenn der mich ins Maul nimmt. So. Er lernt auch nicht dazu, ne? Bam. Komm, viel hat sie nicht mehr. Weiter, 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 weiter. Aua, hat nicht aufgepasst. Da war ich zu gierig. Oh, dahin. Ah, noch erwischt. Komm. So, weg den Cheat. So ist richtig. Hopp. So, haben wir hier noch was? Nix. Schön, schön noch ein bisschen planschen mit Kratos. Wer wollte das noch nicht? Kommen wir hier hoch? Ja. Ah, es ist aber auch... Es ist einfach so geil aufgemacht, ne? Man kommt hier so von einem Kampf in den nächsten einfach so. Einfach mega geil.
Ey! Es ist so, von vornherein ist hier einfach mega Action angesagt und das. Es hört einfach auch nicht auf. So, das ist durchgehend Spaß garantiert. So, was lebst du denn noch? So. Der konnte aber viel einstecken, ey. So, und nochmal in die Fresse. So ist richtig. So wollen wir das sehen. Oh nee, ey. Oh nee. Oh, mach langsam, Junge. Ja, wir schaffen das. Gehen einfach mal hier rum. Oh, zieh dich hoch. Oh, wie ich das hasse. Ich hasse es. Oh, dafür ist der sauber. Batzki. Gut, Leute, die Grafik ist natürlich noch nicht ganz die beste, das wissen wir alle. Aber für damals war das schon echt mega. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie man dann so gedacht hat, so, boah, geil, und besser kann es einfach gar nicht werden. Was ein episches... Oh nein. Da sind wir unten. Scheiße, ey. Den ganzen Dreck hier nochmal machen. Den Tod lasse ich euch mal drauf. Um den Satz eben zu beenden, da habe ich mir noch gedacht, besser kann diese Grafik einfach nicht werden. Und wenn man das so heute betrachtet, ist das schon ein Wahnsinnsunterschied. So, jetzt langsam, Junge. Aber eben konnte der sich doch auch festhalten. Wieso konnte der sich auf einmal nicht mehr festhalten? Was soll das denn? So. So, langsam. Langsam. Oh, nicht runterfallen. Oh, nee. Komm schon. Oh. So, geschafft, Leute. So, eben speichern. Oh. Du bist es. Die Visionen waren real. Die Götter erschienen mir und sagten, es käme ein Held, der uns von der Hydra befreit. Aber du bist zu spät. Wir sitzen fest. Batzvolltreffer. Die kamen aus dem Nichts. Alle Schiffe sind zerstört. Alle Hoffnungen verloren, Spartaner. Selbst für... Badabam. So, eben speichern. Treten Sie in das Leuchten und speichern Sie mit R2 das Spiel. Auf jeden. So, haben wir das auch erledigt. Energie holen wir uns später. Ich glaube, die brauchen wir hier noch nicht. Ah, hier dran kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Genau, und dann müssen wir den nach vorne treten und gucken, dass der nicht so oft getroffen wird von den Himmelpumpen da oben. So, lieber auf mich schießen, Leute. Lieber auf mich schießen. Oh, warte. Schieß! Oh, nicht getroffen. Sauber. So, erste Hürde haben wir genommen. Oh, das schaffen wir. So, jetzt schieben wir die da ein Stück hin. Oh, das war viel zu weit. Was mache ich denn da? Oh, die haben die Kiste getroffen, die Penner. Ihr dürft die Kiste nicht treffen. Nein. Oh, nimm die doch, Kratos, nimm die. So, Fräuleins. Jetzt komme ich hier da hoch. Ja, Doppelsprung. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Da ist noch eine Energiekiste. So. Nimm ihn doch und schmeiß ihn. Nicht runterfallen. So, in die Richtung und zack. Natürlich, Kratos greift mal in die falsche Richtung. Sicher, macht total Sinn. So, die haben wir auch. Kommen wir da hoch? Nee. Euch Energie. Na komm, die nehmen wir mit. Wir haben ja hinten noch eine stehen. Dann haben wir wieder volle Energie. Man weiß ja nie, was passiert. Hilfe! Ja! Es ist die Tür zum Kapitänsquartier. Sie ist verschlossen. So wie es klingt, verstecken sich hier die Frauen vor dem Massaker. Eieiei. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel.
Ein feinen Schlüssel, ein Kapitänskajütenschlüssel. Oh. So. So, genau. Immer in die Fresse. So ist richtig. Wo will ich das sehen? Oh. Oh, das war nix. Na. Na, also. Oh, oh, jetzt werden es aber viele. Nein, 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 hau runter, hau runter. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. So. Und jetzt fix nach oben. Bevor hier noch mehr kommen. Zu spät. Aber den ziehen wir runter. Abfahrt. Und du auch. Und immer in deine Scheißfresse. So. So. Kommt der uns jetzt eigentlich da hinterher? Nee, sauber. Warte mal, kann ich. Nee, das wäre zu viele bestimmt. So, nächster, komm ran hier. So, in deine Scheißfresse. Nächster. So, du auch. Jeder kommt dran. So, ab nach oben. Weg den Cheat und du auch hier. So, so will ich das sehen. Herrlich. Herrlich, der entspannte. Was ist da hinten denn für ein blaues Licht? Habt ihr das gesehen? So, machen wir einen Abflug. So, tschüss. Da kommt noch einer. So. Dann zeig wieder runter. So. Tschüss. Ab dem da hinten, da war das schon wieder zu sehen. Warte. Da. Das sieht man nur so da. Bei dem Speicherpunkt, da ist so ein blaues Licht. Müssen wir hier rüber. Oh, oh. Oh. Mach langsam, Junge. Mach langsam. Ja, das sieht gut aus. Zack. Nee, hier muss man gar nicht lang. Oh, langsam wieder da drauf. Wo müssen wir denn lang? Ach, guck mal, da geht ein... Da geht ein Seil... runter. Ist da hinten noch was? Warte mal, ich guck mal. Einfach ein episch geiles Spiel. Ich meine, die ganzen Boote da hinten, alle kaputt. Angelandet und zerstört. Dann würde ich sagen, rutschen wir da runter. Ab fort. Zack. Ah, guck mal, da stehen noch Kisten. Aha. Können wir alle gebrauchen, definitiv. Pau. Sie haben ein Gorgonenauge erhalten. 5 mehr sammeln, um ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Sauber. 1 haben wir schon. Leute, dann mache ich hier den ersten Cut. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, lasst mir doch ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann wisst ihr immer, wie es weitergeht hier mit unserem Kratos und seiner Familiengeschichte. Kommentiert dieses Video. Lasst mir vielleicht noch einen Daumen nach oben da. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir hier zusammen weiterzocken würden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.